Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute nochmal ein Style & Talk für euch und zwar eigentlich aus zwei Gründen. Einerseits habe ich viele interessante neue Produkte hier liegen, die ich unbedingt mal ausprobieren will, wie zum Beispiel diese krasse bunte Lidschattenpalette. Und da möchte ich auch ein bisschen krasseren bunten Look mal schminken, da habe ich gerade mal Bock drauf. Außerdem habt ihr mir auf Instagram und Twitter Fragen gestellt, die ich bisher noch nie beantwortet habe. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, bevor ich jetzt Make-up auftragen kann, muss ich erstmal meinen Pony wegstecken, weil sonst wird das Ganze schwierig. Und ich starte auch direkt mit einem neuen Produkt, was ich gerne mal ausprobieren möchte. Und das ist von L'Oreal, nennt sich Glow Mon Amour. Und ja, das sind so Highlighting Drops. Ich habe keine Ahnung, wofür die genau sind. Ich werde die jetzt einfach mal in meine Foundation mischen. Und ich hoffe, dass ich dadurch einfach ein eher glowiges Finish haben werde. Fange ich jetzt auch direkt an mit der ersten Frage. Die wurde von Samira Black gestellt. Und zwar fragt sie, wie stehst du zum Thema Homosexualität? Also ich bin auf jeden Fall absolut tolerant, war ich auch schon immer und ich werde, glaube ich, auch nie Leute verstehen, die irgendwie was gegen Schwule oder Lesben oder so haben. Für mich ist das wirklich komplett normal, wenn jemand einfach das gleiche, dasselbe Geschlecht liebt, dann ist das halt einfach so und warum, ja, sollte man sich da irgendwie drüber aufregen oder so, das werde ich wahrscheinlich niemals verstehen. Ich bin auf jeden Fall komplett tolerant und ich finde, jeder sollte den lieben, den er halt liebt und nicht dafür verurteilt werden. Ich habe jetzt meine Foundation mit diesen Highlighting Drops gemischt und es sieht eigentlich ganz cool aus. Dadurch sieht diese Foundation, die ja schon eine recht hohe Deckkraft hat, irgendwie ein bisschen natürlicher aus und ja, ich mag's. Ich bin zwar mega stark am Glänzen, aber das kann ich ja jetzt gleich mit noch etwas Puder wieder, ja, ausgleichen. Die nächste Frage wurde von Nele.hnx gestellt und zwar, wie sieht's aus mit einem neuen Produkt? Und ich will nicht zu viel verraten, aber ich sag schon mal so viel, ein neues Produkt? Nur eins? Also da wird auf jeden Fall jetzt sehr bald, also ihr braucht nicht mehr lange warten, was auf euch zukommt und ich freue mich schon drauf und ja, vielleicht dann später im Jahr sogar noch mehr, aber da müssen wir mal schauen. Ich möchte übrigens irgendeinen coolen, sommerlichen Make-up-Look schminken, den ich vielleicht jetzt nicht unbedingt im Alltag jeden Tag tragen würde. Letztendlich will ich eigentlich nur diese Palette hier ausprobieren, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Wir kommen jetzt erstmal zu der nächsten Frage und die hat Saya Claudia gestellt. Sie fragt, willst du eine Sängerin werden? Ich glaube, da habe ich zwar hin und wieder schon mal was zu gesagt, aber da ich diese Frage wirklich sehr häufig bekomme, dachte ich mir, bringe ich das nochmal rein. Also, ich weiß jetzt nicht so genau, wie man Sängerin sein definieren will. Ist man schon eine Sängerin, wenn man singt? Oder wann ist man genau eine Sängerin? Also ich gehe jetzt mal eher davon aus, dass ihr meint, ob ich eine Sängerin werden möchte, die ihren Lebensunterhalt mit Musik, ja, bestimmt. Nein, wie sagt man? Okay, ich stehe am Schlauch, keine Ahnung. Und das kann ich auf jeden Fall mit Nein beantworten. Ich meine, klar, wenn ich mal irgendwie ein bisschen was dazu verdienen kann mit eigenen Songs oder so, wäre das cool. Aber dass das jetzt irgendwie mein Hauptberuf wird, nein. Boah, Scheiße. Ups. Caro Raffel fragt, wie oft wurde dir schon das Herz gebrochen? Und als ich die Frage rausgesucht habe, dachte ich erst so, gar nicht. Aber dann habe ich halt nochmal so ein bisschen mehr nachgedacht und ich denke schon, dass mir bestimmt schon so mindestens zweimal das Herz gebrochen wurde. Das erste Mal auf jeden Fall von meinem damaligen Freund, mein erster richtiger Freund, mit dem war ich auch 3 Jahre zusammen. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass er mir eines Tages gesagt hat, dass er sich in jemand anderen verliebt hat. Und das war natürlich schon ziemlich krass. Und da war ich auch mega traurig. Ich habe die ganze Zeit geweint und, und. Aber ja, das hat sich dann schnell wieder gelegt. Er hat sich entschuldigt und war dann plötzlich doch nicht mehr in jemand anderes verliebt. Keine Ahnung, das war halt damals, wie alt war ich? 15 oder so? Ja, war eine komische Sache. So, jetzt fange ich endlich an mit meiner Palette. Ich warte schon die ganze Zeit darauf. Und ich glaube, ich werde irgendwie so in diese Richtung gehen von der Farbe her. Das ist irgendwie so ein rosa.
Die Palette ist von BH Cosmetics, die ist neu und die nennt sich Weekend Festival. So eine Festival-Palette, sieht ziemlich cool aus. Ich werde übrigens alle Produkte und alle Farben und so weiter, die ich jetzt hier im Video benutze, in der Infobox auflisten. Da könnt ihr gerne reinschauen, falls ihr euch wundert, was ich hier so treibe. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der nächsten Frage. Die ist von Norina GS. Bist du zufrieden mit deinem Körper? Hattest du schon mal Probleme mit deinem Gewicht? Ich meine, wir alle kennen das ja wahrscheinlich, dass man immer mal wieder so Tage hat, wo man sich einfach vielleicht nicht ganz so toll fühlt und so, wo man denkt so, hier könnte ich aber ein bisschen schlanker sein oder keine Ahnung was. Aber ich würde schon sagen, dass ich im Großen und Ganzen mit meinem Körper zufrieden bin und ich hatte eigentlich auch nie Probleme mit meinem Gewicht, eigentlich ganz im Gegenteil, gerade so in meiner Jugend. Konnte ich wirklich essen, ganz egal was und so viel, wie ich wollte. Ich war immer sehr groß und sehr schlank. Ich denke mal, das hat auch viel einfach mit meiner Größe zu tun. Ich bin ungefähr 1,77 groß und ja, da hat sich das halt irgendwie immer verteilt. Naja, aber jetzt so mittlerweile muss ich schon so ein bisschen drauf aufpassen, was ich so ja, in mich stopfe, sage ich mal. Also ich habe schon gemerkt, dass ich in den letzten Jahren ja, immer mehr zugenommen habe, im Gegensatz halt zu vor noch ein paar Jahren. Aber ich finde das jetzt eigentlich nicht schlimm oder so. Ich versuche halt einfach so ein bisschen drauf zu achten, dass das nicht irgendwann zu viel wird, wo ich mich dann wirklich irgendwie unwohl fühle oder so. Mir wurden tatsächlich voll viele Fragen zu meiner Periode gestellt. Ja, ganz interessant. Auf jeden Fall hat die Melina Journal gefragt, hattest du damals Angst vor deiner Periode? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Angst hatte ich eigentlich nie vor meiner ersten Periode oder so. Im Gegenteil, eigentlich habe ich mich da aus irgendeinem Grund voll drauf gefreut. Ich kann das jetzt heute nicht mehr so richtig nachvollziehen, warum und weshalb. Ich glaube, weil man ja halt irgendwie so hört, so ja, dann zählt man als Frau und so. Und irgendwie fand ich den Gedanken gut. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht hatte das auch irgendwie so ein bisschen was damit zu tun, dass man dann halt erwachsen ist oder sowas. Ja, ich fand es auf jeden Fall eher aufregend und ich habe mich drauf gefreut und hatte davor keine Angst. Die Lisa Ma Orlena Ma fragt, in welchen Fächern hast du dein Abitur geschrieben? Man hat ja, glaube ich, 4 Fächer im Abitur, zumindest in NRW. Ich weiß jetzt nicht, ob das in anderen Bundesländern anders ist. Ich glaube schon. Und meine Leistungskurse waren Englisch und Musik und meine 2 Nebenfächer, oder wie man das nennt, waren Deutsch und Bio. Ich glaube Deutsch und Bio. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Oh Gott, voll vergessen irgendwie. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Fächer ihr jetzt im Abitur hattet, weil ich glaube, die Prüfungen waren schon, oder? Soweit ich das mitbekommen habe. Oder was ihr vielleicht später mal im Abitur für Leistungskursfächer wählen möchtet. Mein Augen-Make-up ist eigentlich schon mega krass, aber ich habe voll Bock, irgendwie noch so Türkistöne damit einzubauen. Kann sein, dass ich jetzt alles richtig hässlich mache, aber ich mache es jetzt einfach. Ich nehme jetzt hier diesen mega geilen Türkiston und gebe den jetzt hier so als Akzent auf die Mitte meines Augenlids. Ja, das ist vielleicht doch ein bisschen too much, aber egal. Gerade war ja so Coachella und so und ich denke mal, das passt. Übrigens würde ich voll gerne mal zu Coachella, das sieht irgendwie immer so cool aus. So, ich werde mir jetzt mal eben einen Lidstrich ziehen und dabei kann ich irgendwie nicht so gut reden, deswegen mache ich das mal eben und dann sehen wir uns wieder. So, der Eyeliner sitzt und jetzt werde ich noch meine Wimpern tuschen. Ich habe hier so einen Wimpernprimer, der ist von Maybelline und dann auch noch eine Mascara von Maybelline, die man da drüber dann trägt. Und ja, da mache ich jetzt erstmal weiter mit der nächsten Frage, die ist von LXLLO. Was gefällt dir an deiner Community am meisten, was aber auch am wenigsten? PS, bist ein mega Vorbild. Dankeschön. Also, ich finde es immer krass, wenn Leute mir sagen, ich wäre ein Vorbild. Ja, da frage ich mich immer, in welcher Art eigentlich so genau. Da würde mich echt mal interessieren, auf welche Art und Weise. Ihr könnt mir das gerne mal schreiben. Also, was gefällt mir in meiner Community am meisten und was am wenigsten? Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage und gerade so bei der Frage, was gefällt mir an meiner Community nicht, ist mir jetzt so in dem Sinne nichts
eingefallen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie besonders viele Hater oder keine Ahnung was. Da habe ich eigentlich Glück, dass ich eine recht gelassene Community habe. Das Einzige, wofür ihr aber letztendlich gar nichts könnt, sondern wenn dann überhaupt dann ich, ist die Tatsache, dass meine Community vom Alter her sehr gespalten ist, sage ich mal. Und zwar haben ja viele YouTuber zum Beispiel sehr junge Zuschauer, andere YouTuber haben eher ältere Zuschauer. Und bei mir ist es tatsächlich so, das kann man ja auf der YouTube Analytics Seite so einsehen, dass ich halt wirklich sehr viele junge Zuschauer habe, aber halt auch sehr viele ältere, teilweise sogar auch Leute, die auch älter als ich selbst sind. Und das macht es für mich einfach teilweise sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, einfach auch, wenn es darum geht, was für ein Video drehe ich heute und mit welchen Videos spreche ich jetzt die meisten meiner Abonnenten an. Und das ist wirklich echt voll oft ein richtiger Struggle bei mir, wie man ja so schön sagt. Da muss ich echt immer gucken, wie ich so die Balance zwischen eher jüngeren Zuschauern und älteren Zuschauern finde. Und letztendlich ist das wirklich unglaublich schwer. Und deswegen versuche ich dann einfach Videos zu machen, die mir persönlich gefallen, die ich mir auch selbst angucken würde. Und ja, kann einfach nur hoffen, dass ich damit auch die meisten von euch anspreche. Und was ich besonders an meiner Community mag, das war ja auch gefragt, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass ich immer das Gefühl habe, dass die Leute, die mich abonniert haben und die mich auch regelmäßig schauen, mir von der Persönlichkeit her ziemlich ähnlich sind. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass man auf einer Wellenlänge ist, wenn ich das so beschreiben kann. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. So, ich glaube, ich trage eigentlich jetzt auch keine falschen Wimpern auf. Ich habe mir nämlich letztens wieder so eine Wimpernwelle selber gemacht und da stehen die Wimpern eigentlich immer ganz schön hoch. Kann ich übrigens nur empfehlen, habe ich auch schon viele Videos zu gemacht. So, das Make-up ist jetzt eigentlich so gut wie fertig. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein Rouge und dann nehme ich auch ein neues. Und zwar ist das von L'Oreal, Life's a Peach. Oh, das riecht ja auch voll stark nach Pfirsich. Oh, das riecht richtig lecker. Und ich finde das Rouge wirklich sehr, sehr schön. Also, das kann ich empfehlen. Ebenfalls neu aus dieser Reihe ist von L'Oreal diese La Vie en Glow Palette. Ich mische die einfach alle zusammen. Wenn schon, denn schon. Einfach draufknallen. So, da mein Augen-Make-up jetzt dermaßen krass ist, werde ich jetzt so einen nudefarbenen Lippenstift auftragen. Der ist von Clinique Beige Pop. Und ja, ich denke, der passt hoffentlich. Ja, der passt eigentlich ganz gut. So, mein Make-up-Look ist fertig. Ich werde jetzt meinen Pony mal noch befreien. Ich hoffe, der sieht jetzt... Das ist das Blöde am Pony. Wenn man den mal irgendwie wegsteckt und dann wieder aufmacht, dann sieht er richtig scheiße aus. Oh no! Auf jeden Fall jetzt mein Style Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass ihr nochmal ein paar neue Dinge über mich erfahren konntet bei diesen Fragen, die ihr mir gestellt habt und bei meinen Antworten halt. Wenn ihr mehr Style Talk Videos sehen möchtet, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, dann kann ich das gerne häufiger drehen, denn mir macht das eigentlich immer sehr viel Spaß. Es ist sehr gechillt, man kann ein bisschen labern mit euch und neue Produkte ausprobieren. Ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Hier verlinke ich noch meine letzten beiden Videos. Da könnt ihr gerne reinschauen. In der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Ciao!